Tja, ja, werden wir sehen. So. Dann gehen wir mal weiter nach Bolts Spur suchen. Der ist wahrscheinlich, ja, das ist so ein, das ist ja der Lift, mit dem wir am Anfang waren. Nein, du sollst nicht da hoch. Ah. Arkham City kann man das schön canceln, hier nicht. Okay, gehen wir halt hier hoch. Da haben wir noch ein paar Joker-Zähne. Wie so Enten. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. So, damit habe ich dieses Ziel erreicht. Gleich geht es auch weiter. Aber... erstmal gibt's... Funkkontakt. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Ja, ich bin es. Edward Nigma, der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Jetzt erklärt mir mal bitte einer, warum der Riddler es schafft, sich in Wayne-Technik einzuhacken. Na egal. So, ab jetzt haben wir Riddler-Aufgaben. Riddler-Rätsel, dazu zählten auch die Joker-Szene übrigens, die ich schon die ganze Zeit kaputt gemacht habe. Und wir kriegen öfter mal Rätsel gestellt und das ist das, was die 100% ausmachen. Ich selbst habe ja nur so um die 85% herum, aber wir werden am Ende dieses Let's Play alle holen. Ich bitte daher um keine Spoiler. Und hier haben wir also unser erstes Rätsel. Schneid dich nicht an diesem scharf geschossenen Foto. Das ist der Anstaltsleiter, Quincy Sharp. Sharp für Englisch für scharf. Bitte schön. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Wir müssen dann immer scannen, was er von uns will. So, hier haben wir eine Übersicht von den Riddler-Aufgaben. Es gibt uns insgesamt 240 Stück in dem ganzen Spiel. Dazu zählen Rätsel, so was wir eben hatten. Die... was war das? Zerstör 5 dieser infernalischen... Achso, ja, diese Joker-Szene zerstören, Chronik von Arkham finden, Geheimnisse, die es sonst, ja, das sind nochmal Rätsel, die gar keinen Hinweis hinterlassen. Die mit dem grünen Schlüssel, die sorgen dafür, dass wir irgendeine Belohnung, ein Gimmick freischalten. Das schauen wir uns alles dann anschließend an. Patientengespräche zählen auch dazu, aber was hier blinkt, heißt... hier haben wir in dem Bereich, in dem wir gerade rumlaufen, wieder mal ein Rätsel noch zu finden. Ja, hier gibt es noch ganz viel zu holen. Und gut, kümmern wir uns mal um dieses Rätsel. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Batman, ich bin hier drüben. Ich habe gesehen, wie du das Zimmer geräumt hast. Sowas ist, gehört zu der GCPD. Ihr seid alles Flaschen. Und weiter. Egal. Wir kümmern uns gerade nicht um den Kopf. Wir wollen das Rätsel machen. Dazu brauchen wir wieder den Detektiv-Mode. Und zwar... ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige davon sind sichtbar. Hier haben wir ein Fragezeichen. Das ist nur sichtbar im Detektiv-Mode. Da hinten ist der Punkt. Jetzt brauchen wir nur einen Winkel, dass es passt. Und dann scannen wir das auch. Ah, das reicht schon. Werd nicht zu eingebildet, dunkler Ritter. Von jetzt an wird es immer schwerer. Ist mir doch wurscht. Ich schaff deine Rätsel so oder so. Gut, schauen wir mal, ob es noch etwas gibt hier. In diesem Bereich. Hier blinkt gerade nichts auf. Das ist Versorgungskorridor. Okay, wie gesagt, einige der Rätsel weiß ich auch noch nicht. Und was ich halt übersehe, das holen wir später nach. So! Jetzt soll ich erstmal diesem Kopf folgen. Wo ist der eigentlich, da drüben? Oder ich hab gar nicht aufgepasst. Ich glaube schon, dass der auf der anderen Seite war. Okay, dann gehen wir mal gucken. Walking, walking, walking. Across the floor. Mm, yes. Ich finde es bei Arkham City viel besser, dass man da so rutschen kann. Das macht viel mehr Laune. Ne, hier ist abgesperrt. Dann ist er doch auf der anderen Seite. Seht ihr mal, wie orientierungslos ich bin. Immer diese Hessen. Von nix Ahnung, aber Mahne, sie kennen alles mit Bubble. Sehr gut. Okay, da drüben haben wir ihn doch. Oder? Na, Moment. Hier unten war es. Ich, Idiot, wäre schon wieder beinahe vorbei. Gut. Folgen wir dieser Spur hier. Der hat eine Sauerei gemacht. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern.
Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bulge allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war abschaum. Tja, ja. Ich würde mal dahin gehen. Ich glaube, es gab doch noch ein Rätsel an Bowles selbst. Irgendwie... Aber es könnte sein, dass ich jetzt mit etwas verwechsle. Aber ich glaube, ich... Nee. Okay, dann habe ich das verwechselt mit Arkham City. Da gab es nämlich so eine ähnliche Leiche, die so zugerichtet war. Und dann stand da irgendwie so, der Busch hat nichts mehr zu lachen. Okay, man verwechselt halt schnell, weil bei Arkham City sind es fast doppelt so viele Rätsel wie hier. Von daher kommt man da mal schneller. So, Türchen öffnen. Da ist eine Trophäe. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Stell ich beim Herausfinden auf was ein. Dieses mit dem Jack ist ein bisschen schlecht übersetzt. Weil diese englische Wortwitz heißt halt, von wie die gleiche Spielserie, You Don't Know Jack. Aber egal, dieses Rätsel ist auch noch einfach. Also, du hast eigentlich keine Ahnung über Gotham. Und wir sollen einfach das Radio scannen. Die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. So, ich will mal ganz kurz gucken. Gibt es hier noch was in diesem Flur? Nö. So, wenn ich jetzt drüber quatsche, ihr könnt es ja ein bisschen Untertitel mitlesen. Ich hoffe, ich habe das HD-mäßig alles schön hingeschickt. Aber im Prinzip ist es halt nur eine Zusammenfassung über Radio für die öffentlichen Medien, was hier passiert ist. Deswegen gehen wir jetzt hier weiter. Wieso die Ratten durch die Kanalisation? Aber bin ich eine Fledermaus? Sollte eigentlich anders ablaufen. Na egal. Ich sollte Redman heißen, nicht Batman. Aber ist schon cool gemacht. Vor allen Dingen auch immer diese Schleichpassagen hier durch diese Schächte erinnern mich auch ein bisschen immer an Deus Ex Human Revolution. Beziehungsweise die haben es ja hiervon übernommen. Ist ja dieselbe Firma dahinter, Eidos Interactive. Die ja auch... Ich glaube, einer der Lead-Designer hat auch bei Hitman mitgearbeitet, bei Absolution. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. So, ziehen wir uns mal da hoch. Und ich präsentiere Arkham Island. Jetzt geht der Spaß eigentlich jetzt richtig los. Ich sagte ja schon, wenn wir jetzt was in dem Bereich vorher vergessen haben, da kommen wir später wieder zurück. Hey, das sieht doch schick aus, oder? Warum ist es eben nicht immer dunkel und immer so komisch-grünliche Beleuchtung in Gotham? Kein Wunder, dass Superman hier nicht ist. Der hat Angst, dass das grüne Kryptonit wäre, ne? Ah, so ein Scheiß. Früher ist intensiv an der Oberfläche der Insel. Hier muss man übrigens eine Trophäenaufgabe erfüllen. Die zeige ich dann auch, wie man sie macht. Ich hab's schon längst. Ist bei der Xbox ein Achievement oder bei Steam auch? Also eine Errungenschaft heißt es ja bei Steam. Es ist ein richtig schönes deutsches Wort hier, ne? So. Wir gleiten erstmal darüber. Hui! Macht das nicht Spaß. So, hier nehmen wir erstmal ein Tonband mit. Patientengespräch mit dem Joker. Batmobil-Sensorenalarm. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. So, Dille. Hier haben wir jetzt mal eine schöne Karte. Ne? Da begeben wir uns gleich hin. Ich meine nämlich... Außer, dass ich eben eine Trophäe da hinten gesehen habe, gibt es hier auch noch was zu holen. Warte mal. Ich glaube, wenn man den scannt, war das auch ein Rätsel, oder? Ne? Mal ein Stück zurück. Hier gibt es aber auf jeden Fall auch Rätsel.
Kann ich mal ganz kurz gucken, ob der Riddler, was der Riddler will. Oh, sogar drei Stück, die wir hier finden könnten. Gothams großartigste Familie überragt die Stadt. Meine Herausforderung scheint denen die richtige... Was? Achso, das ist wieder ein Fragezeichen. Das Abbey-Design wurde gründlich und endgültig. Okay, das sind drei einfache Rätsel. Die machen wir jetzt mal gleich. Aber vorher hole ich mir die Riddler-Trophäe, die hier liegt. Je eher ich das habe, desto besser Erfahrung und so weiter. So. Gothams großartigste Familie kann man einmal, glaube ich, auch von hier machen. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Es ist auf jeden Fall ein Turm der Wayne-Familie, den wir am Horizont sehen und scannen müssen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich glaube, das sieht man nur von der anderen Seite besser. Eigentlich, glaube ich, am besten erst, wenn wir auf dem Dach sind. Hier gibt es sowieso einige Riddler-Trophäen, die wir uns jetzt gleich mal noch holen. Wenn wir schon mal dabei sind. Bevor wir mit der Hauptstory weitermachen. Wäre ja sonst langweilig, wenn wir hier so durch die Story rushen würden. Hätten wir ja auch nichts davon. Und dabei kann ich sagen, wie man die Trophäe erhalten kann, bei der man etwas länger gleiten muss. Hier mal erstmal drüben eine Trophäe wieder zum Einsammeln. Walking, walking, walking across the floor. Yes. So, mal sehen, ob wir jetzt hier hinten... Ja! Da habt ihr es. Das ist We Wayne Enterprise. Du mich auch. Okay, machen wir erstmal... Ah, cool. Upgrade, Upgrade, Upgrade! Was haben wir denn Feindes? Ich könnte wieder meine Panzerung verbessern. Was haben wir noch für Feindes? Upgrades, Batarang Kraft, Zwillingsbatarang, ferngesteuerter... Oh, ferngesteuerter Batarang. Den liebe ich, ja. Mit dem kann man so schön... Ey, ich wollte nicht weggehen. Ich wollte nur gucken, was wir drüber machen. Wir können so schön viel Quatsch machen mit dem ferngesteuerten Batarang. Combo Batarang, kritische Combo, Spezialwurf-Combo. Das könnten wir auch später mal auch upgraden. Ich hole mir erstmal wieder ein Panzer-Upgrade. Weil es wieder einen auf die 12 gibt. Im nächsten Bereich. Außerdem bei der Schnelligkeit, in der wir jetzt anfangen, Sachen einzusammeln, kriegen wir ja ganz schnell eh wieder. Doof jetzt. Okay, also für die Trophy. Ich weiß jetzt gerade nicht. Soll ich mal. Ich kann mal ganz kurz nachgucken, wie sie heißt. Warte mal. Hier war das, ne? Trophies. Trophäensammlung. Seht ihr, habe ich ja auch noch nicht alles. Irgendwo war es hier. Nachtgleiter. Gleiter unter einer Brechung mehr als 100 Meter. Um die geht's mir.